Hi Leuchtkäfer, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen und ja, auch für den zweiten Teil der Weihnachtsedition habe ich mich für euch nochmal schick gemacht. Ein bisschen Glanz in die Hütte. Ja, wie auch immer. Also, ich wollte hier heute euch ein paar Geschenktipps für die, die jetzt wirklich immer noch nichts haben. So dritter Advent, so es wird langsam Zeit und darum habe ich hier ein paar Tipps für euch. Und wir gehen der Frage nach, wo kommt das überhaupt her, dieser Brauch mit den Geschenken. Wobei, fangen wir mit letzterer Frage an, kann ich euch eigentlich gar nicht sagen. Was ich jetzt nur zurückverfolgt habe, ist halt wirklich, wie sich das im Verlauf des Christentums entwickelt hat. Der heilige Nikolaus, also es war ein Bischof von Myra in der heutigen Türkei und der war für seine Mildtätigkeit bekannt. Und ja, nachher haben sich dann halt irgendwelche Legenden drum gerankt und so. Und er wurde also immer toller und größer und besser. Und letztlich dann der Geschenkebringer par excellence und einer der beliebtesten Heiligen, die dann verehrt wurden. Aber Martin Luther, der ja vielen Sachen höchst abwertend gegenüberstand, also mal unter uns, Martin Luther ist wirklich ein Frauenfeind vor dem Herrn. Ja, vor dem Herrn, da kann man es wirklich so sagen. Also der hat ja für die Protestanten, hat er ja Maria, also Maria ist ja, ne, um diesen Ausdruck von Christa Mulach zu benutzen, die heimliche Göttin im Christentum. Für die Protestanten hat Luther das ja geschafft, die quasi zu eliminieren. Und über andere Frauen hat er also gesagt, sie mögen ruhig gebären, bis sie verschlissen sind oder tot, dafür sind sie ja da. Also ja. Das ist Martin Luther. Und dieser Martin Luther, der hat sich also auch gegen diese Heiligenverehrung gewendet und der wollte, dass sich alles konzentriert auf den einen Heilsbringer, auf Christus halt. Und der hatte damals also die Idee, das Christkind einzuführen als Geschenkebringer. So, damit einfach dieser Nikolaus in Vergessenheit gerät. Als Kind habe ich das natürlich überhaupt nicht kapiert, dass das Christkind, dass das Christus, das, ja, also nee, das Christkind war halt irgendwie, das wohnte irgendwo im Himmel und hatte so blonde Locken und dem hat man dann Briefe geschrieben und das machen ja auch heute noch Kinder. Ja, ich glaube, es kriegt weltweit niemand so viel Post wie das Christkind. War also die Idee von Martin Luther, der also dann sagte, jo, Neugeborene, ne, kurz mal sauber geleckt und dann, tschack, kannst doch gleich los, Geschenke verteilen. Also diese Figur verselbstständigte sich im Brauchtum zusehends und wurde dann halt also zu diesem blond gelockten Engelwesen, was wir kennen. Da ist eine Verbindung zur heiligen Lucia denkbar. Ja, die heilige Lucia, deren Fest am 13. Dezember gefeiert wird. Grund, warum am 13. Dezember, also bevor der gregorianische Kalender im 16. Jahrhundert, ja, 16. Jahrhundert ist richtig, eingeführt wurde, da fiel der 13. Dezember auf die Wintersonnenwende. Ja, und Lucia, das kennen wir auch aus den nordischen Ländern noch so, wo dann halt irgendwie Mädchen oder Frauen mit dieser Lichterkrone irgendwie rumziehen bei Prozessionen. Ja, sehr, sehr schön sieht das aus mit den weißen Gewändern. Genau, wie man hier sieht. Ob es einfach sowieso die alten weiblichen Göttergestalten waren, die ja immer wieder irgendwo auftauchten. Und ja, wenn sie halt nicht in Person der Maria kommen durften, dann fanden sie andere Wege. Hier, finde ich, sieht man ganz sehr schön, also diese wirklich, wo es ja auch kein Kind mehr ist, kein Mädchen ist, sondern wirklich eine erwachsene Frau, also eine reife Göttinnengestalt, da denke ich dann eigentlich eher an den lichten Aspekt der Percht, ja, oder der Frau Holle gehören, die ja eigentlich auch ein und dieselbe Göttin sind und ja auch in diese Jahreszeit gehören. Ja, und dann noch ein Kuriosum. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber nun ja. Gut, soweit mal hier zum Christkind. Kommen wir mal zu dem ersten Geschenketipp, weil das ist ein Comic. Das ist Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist, ist erschienen im Avant Verlag. Da gibt es unter anderem die Geschichte von Demeter. Und das ist halt auch eine Geschichte, also wo ein Kind im dunkelsten Moment geboren wird. Ja, es ist ein bisschen anders da. Ist auch eine Tochter, also man könnte auch sagen, es geht eigentlich um die Verjüngung der Göttin.
Wie auch immer, also ne, ihr kennt Demeter und ihre Tochter Persephone, beziehungsweise dann Chore, wenn sie wiederkommt, wobei Chore eigentlich nichts anderes heißt als Tochter. So, wir gucken hier kurz in das Buch, weil Demeter war, wie Sie vielleicht wissen, die griechische Fruchtbarkeits- und Erntegöttin. Sie hatte eine Tochter mit Namen Persephone, die ins Reich der Toten in die Unterwelt verschleppt wurde. Außer sich vor Verzweiflung über den Verlust ihrer Tochter, irrt Demeter im Land umher, ohne zu essen oder zu trinken. Im gleichen Maße, wie ihr Körper immer mehr auszehrt, sterben alle Pflanzen und Gewächse um sie herum. Eine Hungersnot steht bevor und die Menschen rufen die Götter um Hilfe an. Die Götter aber können Demeters Gemütszustand nicht ändern. Sie ist untröstlich und in tiefem Schmerz. Ja. Es gelingt letztlich doch, dass also die Tochter wiederkommt und dass das Leben wieder auf die Erde zurückkommt. Das ist ja eigentlich das, genau diese Vorstellung, die irgendwie auch Weihnachten zugrunde liegt halt. Ja? Also in dieser dunkelsten Nacht wird halt auch das neue Licht geboren und kommt damit die Hoffnung und kommt damit das Leben zurück auf die Erde. Und hier macht sie noch aufmerksam auf eine Gestalt, die Jambe oder Baubu genannt wird. Und das ist sehr interessant, weil damit kommen wir zum Bereich des Vulva-Zeigens, wo auch die Shilanagi ganz prominent ja vertreten sind. Das ist ein hochspannendes Thema, da kommen wir hier irgendwann anders nochmal ausführlich drauf. Für jetzt sei euch wirklich einfach wärmstens empfohlen, dieser Comic von Liv Strömquist. Ja. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Buch und das ist von Sonja Emilia Rainbow, Frauenheilkraft. Das vergessene Wissen um die Urkraft der Gebärmutter ist im Ansata Verlag erschienen. Und das ist, also die Sonja Emilia Rainbow ist eine Schamanin, die wirklich bei verschiedensten Völkern ausgebildet wurde. Also man hat wirklich viele praktische Sachen, die man daraus nehmen kann. Es sind schöne Meditationen beschrieben. Auch das ist halt ein Buch, was so zur Eigenmächtigkeit ermutigt. Eigentlich ein bisschen korrespondiert für mich dieses Buch mit diesem Film Women Embodiment, den ich das letzte Mal vorgestellt habe. Irgendwie eine gute Kombi, finde ich. Das war's jetzt hier heute. Falls wir uns hier nicht mehr hören, naja, ich werde schon noch mal was posten vorher, aber es kann sein, dass es nächstes Mal ein Märchen gibt, wo ich dann gar nicht groß dazu laber. Darum wünsche ich euch jetzt schon gesegnete Mutternachten und nicht vergessen, leuchtet, tanzt und liebt euch. Hola.